Ende 99 sollen alle Häuser im Talsand umgebaut bzw. teilweise abgerissen sein. Allein im Baubereich hat die Stadt Aufträge im Wert von 15 Millionen D-Mark ausgelöst. Parallel zu Abriss und Aufwertung setzt Schwedt früh auf die soziale Betreuung der betroffenen Einwohner. Quasi als sozialer Puffer dient ein eigens dafür am Waldrand eingerichtetes Stadtteilbüro, das sich schon bald auszahlt. Ende der 90er Jahre kamen 100 Bewohner pro Woche. Schließlich soll alles für die Menschen und mit ihnen geschehen. Dafür braucht umgekehrt die Stadt ihr Verständnis und Vertrauen. Ramona Grünke von Anfang an dabei erinnert sich an damals, als wäre es heute erst gewesen. Es waren auch am Anfang der ganzen Geschichte hier eine ganze Menge Leute dabei, die natürlich ein bisschen sauer waren, die sich dann vielleicht mit Erlaubnis der Wohnungsunternehmen die Wohnung saniert haben und entschieden haben, hier zu bleiben und dann eben erfahren mussten, dass doch nicht alle Häuser stehen bleiben. Also ich denke, eine ganz wichtige Sache, wenn man so einen Stadtumbau wirklich gut machen will, dass man ein Stadtteilbüro dort auch mit konzipiert und für die Menschen einen Ansprechpartner da hat, der sie auch versteht. Ramona Grünke weiß, wovon sie spricht. Auch ihr Elternhaus musste weichen. Der Abriss geht weiter. Schwedt sammelt neue Erfahrungen. In der Luxemburgstraße müssen weitere 260 Wohnungen weg. Während anderswo Wohnungsunternehmen über dem Problem Konkurs gehen, umschiffen die beiden Schwedter Unternehmen das Risiko mit viel Können und Geschick. Immer noch stehen in Schwedt 2600 Wohnungen leer. Nicht alle Menschen zeigen Verständnis. Die Stadt erhält anonyme Protestbriefe mit Drohungen und der Aufforderung, die leeren Wohnungen an arbeitslose und alleinstehende Mütter zu vergeben. Mieterversammlung in der Brüder Grimm Grundschule. Die Menschen sind immer noch in Aufregung, die Gemüter erhitzt. Angst geht um. Man fürchtet, nach der Platte auch selbst platt gemacht zu werden. Der Hintergrund sind begrenzte Mietverträge. Nächstes Jahr raus. Und uns werden Wohnungen angeboten vom 4., 5., 6. Stock und sie glauben wir nicht. Und die meisten Bürger, die hier alle sitzen, sind ältere Leute. Wie wollen sie die wirklich alle unterbringen? Die werden alle in die Stadt gefährdet. Schwedt ist eine grüne Stadt, muss ich dazu sagen. Ich habe so eine wunderbare Lage, wenn ich in die anderen Viertel komme. Vom Balkon gucke ich in das nächste Schlafzimmer rein. Vom Schlafzimmer gucke ich im nächsten auf den Balkon. Dann soll man doch zwischendurch in den Wohngebieten mal da ein paar Blöcke vielleicht rausnehmen. Sodass man wirklich sagen kann, Schwedt ist eine grüne Stadt und bleibt eine grüne Stadt. Und nicht nur Abriss. Bis Ende 2001 ist alles mit der Förderung über das Land klar. Der Chef der Wohnbauten plädiert dafür, das Kühlsviertel aufzuwerten. Aus- und Umzug in der Thomas-Mann-Straße. Die WOBAG bezahlt den Umzug in eine andere Wohnung in Schwedt. Trotzdem eine schwierige Lage für alle. Welcher Block kommt wann weg? Inzwischen verlassen weitere Bürger die Stadt, kehren Schwedt den Rücken. Für immer. Die Vorreiterrolle Schwedts spricht sich herum. Auch den Bundeskanzler zieht's von seinem Schreibtisch in die Stadt an der Oder. Gerhard Schröder lässt sich das Stadtmodell erklären, lobt und durchschreitet das neue Quartier zu Fuß. Fährt hoch in den einzigen noch verbliebenen sanierten Elfgeschosser. Stadtumbau aus der Vogelperspektive. Der Bundeskanzler ist kaum weg, da fängt der Stadtumbau so richtig an. Der punktuelle Abriss, auch als Ausdünnung bezeichnet, geht jetzt in die Fläche. Mieterversammlung Kühlsviertel. Hunderte strömen in die Sporthalle. Kein Platz bleibt frei. Auf dem Podium die, die es durchsetzen sollen. Ihr gemeinsames integriertes Stadtentwicklungskonzept. Ein schwieriger Part für alle. Mindestens gleich große Unsicherheit. Unten wie oben. Die Ängste. Umziehen in einen Block, der vielleicht wenig später auch weichen muss? Wie wirkt das Umzugsmanagement? Wer hilft Älteren, Behinderten dabei? Gibt es überhaupt woanders in Schwedt für alle halbwegs akzeptable Wohnungen? Gute Hausgemeinschaften werden auseinandergerissen.
Schließlich haben viele früher gern in ihrer Platte gewohnt. Stimmt sie der bevorstehende Abriss wehmütig? Manch einer spricht aus, was viele denken. Warum reißt ihr den ab? Der ist komplett voll noch. Um den Weihnachtsring, 36 bis 42, da sind 10 Wohnungen leer. 10 Wohnungen sind da leer. Alles andere ist voll. Ihr lügt doch. Stadt- und Wohnungsunternehmen hören zu und heben die Schultern. Hell sehen können sie nicht. Legen stattdessen Zahlen vor, die der Bürger nicht versteht und die ihn nicht interessieren. Bilanzieren den Leerstand und die ersten Maßnahmen dagegen. Fazit: Der Leerstand wurde zuerst 97/98 intensiv angegangen. Als ganz schlimm stellte sich die Lage am Waldrand dar. Allein dort zogen 10.000 Menschen weg. Der Talsand ist bis 2001 saniert. Alle Stadtplanungen inzwischen auf den eingeleiteten Stadtumbau abgestimmt. Sind aus der Analyse jetzt Kurskorrekturen notwendig, wird diskutiert. Der Bürger hört zu und versteht noch immer nicht alles, sieht sich und sein individuelles Wohnproblem, kann und will die Gedanken und Sorgen der Stadt nicht mittragen. Noch nicht. Nur das praktische Beispiel überzeugt. Schwedt gewinnt im Bundeswettbewerb Stadtumbau Ost einen ersten Preis. Für die Vitalisierung des zur Siedlung geschrumpften Stadtteils am Waldrand und die Anpassung der Wohnungen der Kernstadt an die neuen Verhältnisse. Mit dem Stadtteilbüro am Waldrand, so die Jury, sei ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung für die Stadtgebiete mit Abriss und Aufwertung geschaffen worden. Die 50.000 Euro Preisgeld fließen in weitere Ideen für die oberen Talsandterrassen in Stadtteilfeste zum Beispiel. Ein altes neues Viertel wird eingeweiht. Mieter, Vermieter, Architekt, alle haben zu feiern, denn alle sind mit dem Ergebnis glücklich und auch ein bisschen stolz über ihr neues, unverwechselbares Stadtquartier. Oktober 2007 im Stadtquartier am Waldrand. Die vorerst letzte Platte in Schwedt fällt. Ein wahrhaft historischer Moment. Ganz persönliche Erinnerungen kommen hoch, manch einem wird wehmütig ums Herz. Zehn Jahre Stadtumbau in Schwedt an der Oder. Bis Jahresende 2007 sind 5.356 Wohneinheiten abgerissen, 11.200 Wohnungen saniert, davon 6.200 voll modernisiert. Nicht zu vergessen das schönere Wohnumfeld mit attraktiven Spielplätzen und vielen Kilometern Straßen, Wegen, Grünflächen und Plätzen. Schwedt. Die Stadt am Fluss geht mutig und mit planvollem Ziel durchs 21. Jahrhundert. Erneuert sich gestern wie heute und morgen. Noch hat ein gutes Stück Wegs schon erfolgreich hinter sich gebracht und ist noch täglich dabei, für seine Bürger und mit ihnen, ihren Ideen und Wünschen, ein noch schöneres Umfeld zu schaffen. Das ist Stadtentwicklung der besten Art. Mit Abriss und Umbau, Sanierung und neuen Straßen und Gehwegen, noch mehr Stadtgrün und Kunst. Kunst von Profis und Ideen von Schülern, Eltern und Senioren. Die Drahtzieher von damals und heute freut's. Ja, das war schon eine Wahnsinnsaufgabe. Wir haben ja Neuland betreten müssen, keine Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen konnten. Ja, und da gab es viele Diskussionen,
viel Kopfzerbrechen und manche schlaflose Nacht. Aber jetzt ist es ja gelungen und man kann eigentlich nur noch Dank sagen an allen, die hier Unterstützung gegeben haben. Alle, die in der Stadt, im Land vor allen Dingen auch und auch im Bund. Schwedt hat mit dem Stadtumbau gute Erfahrungen. Wir denken, das können auch andere Städte schaffen. Wir stehen dazu zur Beratung, zur Verfügung. Und man muss vor allen Dingen auf Teamarbeit setzen und kommunizieren Sie offen mit Ihren Bürgern. Unsere Genossenschaft hat ja schon rechtzeitig auf den anwachsenden Leerstand reagiert, beispielsweise durch Wohnungszusammenlegungen oder auch durch Umnutzung. Bei dem Freizug der Häuser, die für den Abriss vorgesehen, war es aber wichtig, dass wir unseren Genossenschaftsmitgliedern ganz individuelle Angebote machen und eine individuelle Betreuung gewährt haben beim Auszug und beim Umzug. Und das sich, denke ich, auch bewährt. Ich denke, Glaubwürdigkeit und Vertrauen waren die wesentlichen Quellen des Erfolges. Dazu gehörten ein tragfähiges Konzept für den Stadtumbau, ein hochmotiviertes Mitarbeiterteam, die mit Herz und Verstand an die Sache rangegangen sind. Deshalb hatten wir letztendlich Erfolg. Stadtumbau war und ist in Schwedt Chefsache. Nur wenn alle in dieser Frage an einem Strang ziehen, die Stadt, die Wohnungsunternehmen und die Menschen, ist die historische Aufgabe zu bewältigen. Das war unter Bürgermeister Peter Schauer so und daran hält der Nachfolger Jürgen Polzel, der bereits vorher Baudezernent war, fest. Denn was sich bewährt hat, wird fortgeführt. Das spüren auch die Vertreter vom Land bei ihren Besuchen in der Stadt. Bauminister Frank Schimanski zum Beispiel, der sich das umgestaltete Kühlsviertel anschaute und einen neuen Spielplatz einweihte. Schwedt, eine Stadt zwischen gestern und morgen. Die Strategie war richtig, der Weg stimmt. Die Stadt an der Oder hat es selbst erfahren und denkt schon weiter voraus. Setzt auf den Erhalt der wirtschaftlichen Basis der Großindustrie und den regionalen Wachstumskern und knüpft an den Ausbau der Infrastruktur an. All dies unter dem Leitgedanken Leben und Arbeiten mit Industrie und Natur. Sie können den Stadtvätern noch einen Strich durch die Rechnung machen. Die jungen Leute von Schwedt, indem sie der Geburtenstation des Asklepios-Klinikums so viel zu tun geben, dass die Stadt noch einmal umsteuern und für weitere neue Wohnungen sorgen muss. Die Zukunft wird es zeigen.